Herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Wir sind hier stehen geblieben, wo wir hier dieses Herausforderungsgrab fertig gemacht haben. Und hier ging es wieder zurück zu der Jaguar-Königin. Sie ist sogar noch draußen. Ich muss sagen, ich habe jetzt circa 3 Wochen lang nicht mehr gespielt. Ich hoffe, ich krieg's noch hin. Hier war doch gerade irgendwas. Wo ist das Wesen? Da oben. Weggerannt oder tot? Wow! Meine Güte! Hält es viel, viel aus, ey. Was war mit dem hier oben? Oder war das der? Das schien der wohl gewesen zu sein. Der kam da wohl runtergerannt. Hoch auf den Baum und hat mich voll runtergeschubst, ey. Eine Frechheit. So, jetzt habe ich kaum noch Munition mit der Waffe gehabt. Super. Und wir schauen gerade einmal auf die Karte. Haben wir hier irgendetwas? Nee, wenn dann hier links um die Ecke. Okay. So, links um die Ecke, haben wir geschunden. Haben wir geschafft. Sehr schön. So, hier haben wir auch ein bisschen was. Hier hinten zum Beispiel ist anscheinend eine Gruft oder sowas. Da haben wir einige Wandgemälde, Überlebensverstecke. Hinten haben wir noch eine Truhe. Ach so, um da rüber zu kommen. Hier haben wir das andere Überlebensversteck. Sehr schön. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, hier haben wir eine Forschertasche. Geheimnisse entdeckt. Ein Überlebensversteck. Okay. Wir scheinen ja sogar schon fast alles gefunden zu haben hier mittlerweile. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. So, da geht's so wieder hoch und zurück. Oh, guck an. Verbrennen, soweit ich glaube, ich weiß.
Was haben wir hier? Jade. So ein Ding. Eine Karte. Ein Dokument. Hier auch noch mal eins. Super, hier ist nichts dazu gekommen. Nur hier oben da echt viel. Das ist wahrscheinlich die Bibliothek. Die Monolithen haben wir noch nicht. Ah ja, doch. Ah, okay. Die Monolithen haben wir schon gelesen. So, da ist ja leider schon weiß. Das Ding hier sieht von oben aus wie eine Schildkröte. Und hier haben wir das Ding. Hier schwimmt keine Schildkröte entlang oder sowas, aber von oben sieht das halt eben doch so ein bisschen aus wie eine Schildkröte. Hier haben wir das Überlebensversteck. Da haben wir noch was. Und ein Herausforderungsgrab in der Nähe. Das ist das, worum uns der alte Mann gebeten hat, doch nachzugucken. Ach, da geht's schon hin. Aber hier ist noch eine Truhe. Oh, ist schon was ganz anderes als The Legend of Zelda Twilight Princess. Von der Grafik her. Wie gesagt, ich habe jetzt schon mindestens 3-4 Wochen keinen Tomb Raider mehr gespielt. Und wenn dann nur Zelda und Mario Kart und sowas, dann ist natürlich grafisch gesehen natürlich total hinten dran. Das ist ja nicht zu vergleichen. Hier haben wir die Schatztruhe. Was haben wir da drin? Aztekisch. Ein silberner Anhänger. Die Verzierung dieses Anhängers entsprechen der Inka-Tradition. Allerdings zeigt das Bild eindeutig einen Aztekenkrieger. Das dürfte eigentlich nicht möglich sein. Mhm. Und da haben wir noch ein Dokument. Und ein Käfer. Tagebuch eines Priesters. Hunderte haben sich von ihrem heidnischen Glauben losgesagt und den Lehren des Katholizismus zugewandt. Die Leute müssen zuerst die Sprache lernen, bevor wir sie in den Lehren unterweisen können. Außerdem sind die meisten von ihnen nicht wirklich aufgeschlossen, sondern wollen nur deshalb zum wahren Gott konvertieren, weil sie mögliche Konsequenzen fürchten. Aber das ist unwichtig. Alle Wege führen in Gottes Licht. Meine Überzeugung, dass wir diese armen, verlorenen Seelen retten werden, lässt mich ruhig schlafen. Auszug aus dem Tagebuch von Beltran, Ordinis Predicatorum. Mhm. Sagt mir jetzt überhaupt nichts, wer das ist. Aber gut, muss es, denke ich mal, nicht. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch das Herausforderungsgrab und dann... Tja, dann geht's eigentlich nur noch hier hoch. Zur Bibliothek, zur Hauptaufgabe. Dürften wir eigentlich alles haben. Story abgeschlossen, Eroberer. Wir haben alle Lagerplätze gefunden. Aber normalerweise gibt es ja immer in so einem Herausforderungsgrab auch nochmal einen Lagerplatz. Okay, das heißt, wir gehen erstmal zum Lager und speichern. Das Ganze ist mir nämlich zu unsicher. Ich musste schon so oft jetzt so vieles unnötigerweise nochmal nachspielen, weil ich gestorben war. Dass ich auf sowas echt keinen Nerv mehr habe. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, hier haben wir ja schon ein Lager um die Ecke. Einmal speichern. Und wieder zurück. Oh.
einmal in das Herausforderungsgrab. Wahrscheinlich das letzte. So gesehen, oder? Ich weiß es nicht. Ein Dokument. Die letzten Worte eines Sterbenden. Ich hatte nicht mit Fallen gerechnet. Ein Speer hat meinen Bauch durchbohrt. Jeder Atemzug schmerzt. Betet für mich. Ich glaube, der ist schon längst gestorben, bis es jemand gelesen hat, um für ihn zu beten. Ein Fähigkeitspunkt. Oh Gott, was riecht denn da so? Was riecht die denn so? Ich riech nichts. Ich sehe jetzt aber auch nichts. Mysterien der Mission. Die Stele untersuchen. Welche Stele? Die Dinger? Nee, ne? Nee. Okay. Die Stele? Auch nicht, nee. Welche Stele untersuchen? Black and Black, Division of the Company, Chicago, ILL, USA. Schneller kann ich leider nicht voran. Sie geht hier so langsam. Okay, es geht wohl nur abwärts. Gut, die geht automatisch schon abwärts. Ach, Moränen schon wieder. Man sieht wieder so schön viel. Ich wollte gerade sagen, die schwimmt ein bisschen zu weit hoch. Na, schauen wir uns hier unten mal um. Ich hoffe, wir fliegen nicht vorbei an irgendwas. Schwimmen nicht vorbei an irgendetwas. Ein Grund mehr, hier am Boden eher entlang zu gehen. Achso, das war's schon. Okay. Ja, mal Wandgemälde auf jeden Fall. Maya auf jeden Fall. Ein darstellendes Kakaogott. Dieser Maya-Gott ist dunkelbraun, beinahe schwarz, mit schwarz umrandeten Augen und Gesichtszügen, die an ihren äußeren Rändern zu schmelzen scheinen. Das kann nur Ekchuai sein. Er ist der Schutzgott der Kakaobohne, was auch seine Farbe erklärt. Da die alten Mesoamerikaner die Bohne auch als Zahlungsmittel nutzten, wurde Ekchuai auch als Gott der Kaufleute und des Handels verehrt. Interessanterweise wurde er bei seiner ersten Erwähnung in den Überlieferungen noch als Gott des Konflikts dargestellt. Natürlich, irgendwas Negatives muss jeder Gott auch gehabt haben. Bei den Azteken und Maya und so. Story abgeschlossen, Pantheon der Götter 3. Sehr schön. So, wir haben ja... eventuell noch ein Überlebensversteck und ein Dokument.
Oh, die Leichen kennen wir. Sind mehrere von denen hier. Okay, hier unten ist wohl nichts. Man muss ja mal geguckt haben, ne? So, da kamen wir her. Und, ich sehe. Ich gucke, also sehe ich. Okay, von hier aus nicht. Soll das einer der enthaupteten Götter der Unterwelt sein? Das könnte natürlich sein. Wenn das Ding so gesehen die Art Guillotine darstellen soll und den er so gesehen enthauptet hatte, könnte das natürlich schon sein. Eine Rutsche. Okay. Ich dachte schon, ich muss springen. Muss es hier immer alles so dunkel sein? So sieht man doch nichts. Piranha oder Fische? Piranhas. Na toll. Also schön immer auf dem Boden bleiben hier. Nur hier auf dem Boden gibt es nichts. Da müssen wir wohl lang. So gesehen alles hinter mir. Haben wir noch hier irgendwas? Was haben wir denn hier? Sieht verdächtig aus. Fuck you. Das Floß habe ich gerade losgemacht. Okay. So kommen wir also hier hoch. Ha, es gibt doch ein Lager. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Na, dann entfachen wir mal das Feuer. Und da würde ich schon mal sagen, das trifft sich doch ganz gut. Wir haben schon 19 Minuten hinter uns. Brauchen wir 3 Fähigkeitspunkte. Hier genauso. Hier nur 2. Na gut, die können wir natürlich unsere Pfeile wieder kriegen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Okay. Was wollte ich sagen? Achso, ja, wir sind jetzt bei sogar schon fast 20 Minuten jetzt logischerweise. Das heißt, das war's jetzt erstmal mit dem Teil in diesem Herausforderungsgrab. Wir sind kurz davor, dass es losgeht. Ich hoffe, ich bin beim nächsten Mal wieder dabei. Und wünsche euch somit noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Wenn es euch gefallen hat bis hierher, viel ist leider nicht passiert, aber man hat viel gefunden. Däumchen hoch, wenn ihr neu bei mir seid und euch hat's gefallen, dürft ihr mich logischerweise abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich, wie gesagt, wieder beim nächsten Teil oder auch bei anderen Let's Plays von mir. Das war von mir, Gameplays als Hobby und viel Spaß noch. Tschüss.